So, willkommen auch zurück an die YouTube-Gucker. Wir hatten einen kurzen Internet-Outage und jetzt läuft auch die Aufnahme wieder mit. Der Chat ist leider gestorben irgendwie im Overlay, also heute geht's richtig rund mit technischen Problemen. Aber das soll uns ja nicht daran hindern, weiterzuspielen. So. Und vielleicht kommt ja der Chat irgendwann sogar wieder. Gut, hier war auch irgendein lustiges Experiment scheinbar gerade wieder fertig auf Minmus. Von unserer Bodenstation. Ne, das war der Monolith, da ist unsere Bodenstation. So, wir machen den Orbit jetzt noch fertig. Voilà, das reicht mir aus. So, und jetzt gucken wir mal in unsere große Auftragsliste, was wir hier alles zu tun haben. Also, ach Mist, wir müssen unter 30 Kilometer für den Turi gehen. Na gut, dann ist das so. Das machen wir dann aber nachher nochmal, wenn wir den ganzen Kram abgekoppelt haben. So, was haben wir hier? Den Decoupler, das interessiert nicht. Space Camp interessiert auch nicht. Low Orbit, Low Orbit, Low Orbit. Okay, wir müssen in Low Orbit, ob es uns gefällt oder nicht. Dann können wir auch wirklich auf die 30 Kilometer runtergehen. Dann machen wir das halt. Hilft ja nichts. Nehmen wir uns die 30 Kilometer, also orientieren wir uns mal so auf 25 runter. Dann haben wir auch genug Zeit, das alles abzufrühstücken. So, und dann haben wir noch 424 Delta V. Das wird natürlich nachher ein bisschen mehr sein, um zurückzukommen. Und dann müssen wir gucken, dass wir die ganzen Sachen, die wir hier erledigen wollen, auch wirklich erledigen auf dem Low Orbit. So, was haben wir noch? Scientific Data from Space Around Minmus. Das können wir eigentlich jetzt schon mal erledigen. Das ist einfach gemacht. Da können wir den guten alten Crew Report für hernehmen. Ach, jetzt klappen wir die Antenne aus, ja? Jetzt ist das wieder okay. Gut. Also, Mission erledigt. Bisschen was für die Kasse. Der kommt dann gleich, wenn wir below 30 Kilometer gehen, hoffentlich. Flyby mit unter 30 Kilometer. Ich hoffe, dass er den trotzdem wertet dann. Müssen wir mal schauen. Und nein, die Antenne kann man nicht mehr einfahren. So, das ist Duna. Okay, das heißt, wir haben jetzt als nächstes den packen hier vor uns und dann geht's an die Landeaktion. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Gut, wir sind hoffentlich jetzt im Low Orbit. Zählt das als Low Orbit schon? Space near Minmus, alles klar. Gut, dann kommt jetzt einmal Collect Reckon Data. So, Reckon Scan. Check. Collect Radio Data. Passiert schon was? Irgendwie mag er den nicht. Sig and Scan. Müsste eventuell einfach lange laufen. Routing Transmission. Was will der denn Transmission? Transmissionaten. Okay, dann gucken wir einfach mal über die anderen Experimente. Also den wollen wir auf jeden Fall auch. Zack. Mystery Goo Observation wollen wir auf jeden Fall auch. Zack. Und eine Metal Study können wir auch machen. Ja.
So, dann hatten wir irgendwo diesen Iridian-Scan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn mitgenommen haben, aber ich frage mich gerade, warum er nicht angezeigt wird. Fuel Cell. Supply Bag. Relation Laser Lights. Ja, wo ist er denn? Oder ich habe den Iridians weggelassen zugunsten von der Antenne. Ich meine aber, dass ich den hier dran hatte. Haben wir keinen Iridian-Scan? Diese Antenne, ne? So, wir collecten erstmal alles, was wir so haben. Ne, eine Verbindung zu Körben haben wir jetzt im Moment nicht. So. Verstehe ich nicht. Müssen wir Radio Data vielleicht tatsächlich mit einer Verbindung sammeln? Ich weiß es nicht. Aber was ich jetzt eigentlich suche, ist der Iridian Scan, von dem ich ziemlich sicher war, dass wir ihn dabei haben. Aber nach allem, wie es aussieht, haben wir ihn nicht. Ne, sieht nicht so aus, als ob. Na gut, na gut. Also wir haben den Reckon-Scan gemacht, wir haben Mystery Goo gemacht. Jetzt müssen wir entweder diesen Sick-In-Scan noch hinbekommen. Und ich befürchte fast, dass wir uns jetzt gleich mal in den Low Orbit doch komplett einbremsen müssen. Einfach um zu gucken, ob wir diese Antenne benutzen können, wenn wir eine Verbindung nach Körben haben. Gerne auch das. Moment. Erstmal wieder einsammeln. Zack. Okay, jetzt mal ganz kurz aus damit. Damit wir auf die andere Seite rüberkommen. So, jetzt schmeiße ich den mal nochmal an. Aborting Transmission. Hä? Ich verstehe es nicht. Aber irgendwie scheint sich dieses Ding komplett zerlegt zu haben. Weißt du das Gefühl? Ich weiß es nicht, was er uns damit sagen möchte. Funktioniert auf jeden Fall nicht so toll. Nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe, zumindest. So, ist denn unser Turi mittlerweile zufrieden? Ja. Terry muss nur noch zurück. Das heißt, wir können jetzt mal den Theo und den Ladengru rüberschieben in den Länder. Transfer Crew. Theo ab in den Länder. Und Transfer Crew Laden ab in den Länder. The large antenna is from the Magic Orbital Science, if I remember right. So if you want to use it, that should be your best try. Okay, ich decouple jetzt mal den Kram da vorne, wenn das mit der Antenne noch irgendwie funktioniert. Hier auf. Dann können wir ja immer noch mit dem Jetpack rüberfliegen und uns die Daten holen. Also, erstes Stück ist weg. So, der Satellit ist jetzt erstmal raus. Ja,
Die andere Antenne ist aber ausgefahren gewesen. Also die Antenne hier war komplett oben. Von daher kann ich es dir nicht genau sagen. Wir können noch mal gucken, es dann so klappt, aber. Da passiert im Moment irgendwie gar nichts. Also irgendwie hat sich's aufgehangen, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht genau sagen. So, wir machen uns jetzt aber mal klar für die Landegeschichte. Wir wollen nämlich. Wo wollen wir denn hin? Wir könnten hier auf so einem Berg landen. Das wäre doch mal ganz witzig. Wenn wir hier komplett dieses Bergplateau mal versuchen. Und dann vielleicht, wenn wir noch Sprit haben, noch einen Hüpfer machen. Weiter runter. Das heißt, als erstes machen wir jetzt mal. Schalten wir jetzt mal zurück auf unsere Helden und dekappeln das Ganze. Ja, dann haben wir hier nämlich unsere professionellen Profis. So, und jetzt müssen wir mal gucken, welche Richtung. Welche Richtung safe ist, um von der blöden Antenne wegzukommen. Das sieht ganz gut aus. So. Wir wollen nämlich auf keinen Fall diese Antenne belästigen. Gut, das klappt soweit. Dann können wir jetzt hier. Triebwerk ist noch aus. Den Tank aufmachen. Und unser Triebwerk aktivieren. Und dann machen wir uns mal einen Manöverstart klar, während die anderen noch ein bisschen. Ja, die Antenne macht gerade was. Dass sie ihre Übertragung abbricht. Das macht sie jetzt aber schon ziemlich lange. Vielleicht wird sie ja irgendwann fertig, vielleicht auch nicht. Wir werden es niemals wissen. Oder vielleicht wissen wir es irgendwann. Wer weiß das schon. So, wir wollen dahin und dann wollen wir bremsen. Nicht ganz so viel. So, irgendwo hier, weil. Minmus wird sie auch noch ein bisschen weiter drehen. So, das können wir dann aber in der Feinkorrektur machen. Okay, driften wir von der Antenne weg. Wir driften von der Antenne weg, das ist gut. Sehr schön. Okay, das heißt, wir sind unterwegs. Wir haben für die zwei Jungs genug Habitation und Home für die nächsten paar Tage. Wir haben auch genug Supplies, damit sie ein bisschen unterwegs sein können. Und dann rendezvousen wir wieder mit dem Hauptraumschiff. Nachher und das werden wir jetzt aber auch mal ganz unauffällig ein bisschen von dieser Antenne wegmanövrieren, dass da keine komischen Sachen passieren. Das wäre nämlich sehr unangenehm. So. Gut, wir timewarpen mal ein bisschen, während sich das hier alles in seine Einzelteile zerlegt. Und bereiten uns darauf vor, das Landemanöver durchzuführen. So, hier geht alles langsam auf eine gesunde Distanz zueinander. Das nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Da kommt auch langsam wieder Licht an die ganze Geschichte. Auch schon mal sehr schön. So, und ich würde sagen, wenn wir nachher wieder im Orbit sind, gucken wir nochmal nach unserem Riesenteleskop, was da eigentlich Sache ist, dass sich das so komisch verhält. Gut, die zwei machen das sehr vernünftig. Würde ich sagen, machen wir hier mal unser Bremsmanöver. Ich mache es vielleicht gar nicht so kurz, sondern bleib noch auf dem Flug über dem Plateau, damit wir das dann nachher justieren können. Je nachdem, wie wir reinkommen. So. Da ist unser Anflug und. Ist das unser Plateau? Nee. Wo ist unser Plateau? Das ist noch ein bisschen. Okay, wir müssen noch ein bisschen korrigieren. Damit wir richtig reinkommen.
Okay. Kleines Korrekturmanöver. Nichts Großartiges. Jawohl. Das reicht uns. Dann machen wir mal weiter den Anflug. Das müsste es sein. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir noch ein letztes Korrekturmanöver fliegen. Und dann machen wir die Landung auf Sicht auf dem Plateau. Von da aus gucken wir dann mal, wo wir uns als nächstes noch hinbegeben. Gut, Landebeine raus. Die werden wir dann jetzt gleich brauchen. Hoffe ich. Und dann fliegen wir mal in Richtung Plateau. Das müsste es sein, ne? Das müsste es sein, ja. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir da eine schöne Punktlandung hinbekommen. Aber wir haben ja hier auf Minmus eigentlich alle Zeit der Welt vom Antrieb her zum Arbeiten. Muss eigentlich nur aufpassen, dass wir nicht zu weit drüber kommen. Und dann machen wir eine schöne harte Bremsung und gehen senkrecht runter auf dem Plateau. Mal schauen, irgendwo hier so sieht es relativ... Also es scheint abfallend zu sein. Oder wir gehen da in die Mitte rein. Da dürfte der Stand ein bisschen stabiler sein am Ende des Tages. Mal gucken. So, fangen wir langsam mit dem Burn an. Das sieht gut aus. Das sieht vollkommen in Ordnung aus. Ich werde jetzt mal hauptsächlich horizontale Geschwindigkeit rausnehmen. Da sind wir noch bei über 80 Meter pro Sekunde, dass wir die jetzt mal so in den 50 Meter Bereich bringen. Hm, können wir glaube ich sogar noch ein bisschen niedriger gehen. So. Gut. Sehr schön, dann sind wir jetzt leicht drüber und über uns fliegt gerade der Rest unserer Mission in Richtung Orbit weiter. So, und dann können wir jetzt hier nämlich gleich ganz gemütlich die Stelle anpeilen, weil da werden wir jetzt schön drüber fliegen und dann machen wir da das Triebwerk nochmal an und stehen hoffentlich sauber. Wird Licht an, auch wenn das hier nicht besonders viel helfen wird. Es ist schließlich hell genug. So. Bisschen noch drüber. Unser Schatten ist auch schon zu erkennen. 3000 Meter bis zum Boden noch. Das sieht aber alles ganz entspannt aus. Ja, Minmus-Landungen sind natürlich auch immer Zucker, ne? Da kann man echt nicht viel falsch machen. Also außer gar nicht zu bremsen. Oder zu wenig Treibstoff zu haben. So, und ich glaube, jetzt ist so langsam der Punkt, dass wir mal wirklich zur Landung ansetzen. Aber das sieht doch von hier aus steiler aus als gedacht, ne? Ich würde mal ein bisschen zurück, weil ich glaube, das ist sogar schon die abschüssige Wand von dieser Anhöhe. Ich will mal hier ein bisschen in diese Richtung fliegen. Und uns auf den Berg tatsächlich raufbegeben. Weil irgendwie sieht das gerade nicht so aus, als ob wir auf den Berg fliegen. Es sieht eher aus, als ob wir da in das Tal wieder reinkommen. Das
Sah nur optisch von oben so gut aus. Ich glaube, hier ist tatsächlich schöner. Da wäre natürlich so der Bergkamm, ne? Mal gucken, was die Schwerkraft sagt. Ja, das ist der Bergkamm oben. Dann nehmen wir uns doch den Bergkamm. So. Erstmal die horizontale Geschwindigkeit raus und nun die vertikale Geschwindigkeit raus und nur ein bisschen horizontale, um einen guten Moment abzupassen, die horizontale dann zu killen, wenn wir über diesem Hang sind. Das ist, glaube ich, jetzt dann langsam mal der Fall. Ich bringe die jetzt mal runter auf 5 Meter oder sowas. So, jetzt driften wir ganz gemütlich auf den Berghang runter. Und das sieht eigentlich ganz okay aus von der Seitenquerlage. Es ist, da drüben wird es dann wieder abschüssig. Mal gucken wir einfach mal. Sieht aber alles gar nicht schlimm aus. So, wir haben noch 500 Meter, bis wir angekommen sind. Noch 400 Meter zum Boden. Und drunter. Ist alles nicht so eben, wie es von oben aussieht. Ich glaube, gut genug für unseren Zweck ist es trotzdem. Ich denke, da werden wir stehen können. Wir haben einen relativ stabilen Lander. Der wiegt nicht allzu viel. Wir kommen sehr langsam rein. Wird alles irgendwie klappen. Für unser kleines Experiment, was wir aufbauen wollen, wird es reichen. Noch 100 Meter bis zum Boden. So. Neigung. Das ist okay. Ganz leichte Neigung. Langsam. Langsam. Schön langsam und vorsichtig. So, jetzt stehen wir erstmal und können unsere Antenne schon mal anmachen für unsere Späße, die wir hier so vorhaben. Gut, und dann gucken wir mal, was es hier noch für uns gibt. Hier waren wir tatsächlich noch nicht, so wie es aussieht. Das ist schon mal ein ganz guter Punkt, der uns auf unserer Science-Mission unheimlich helfen wird. Das heißt, wir sammeln das jetzt einmal alles ein, dann machen wir unsere Surface-Experiments startklar. Mit dem Engineer und dem Scientist, also Theo und Laden Gru. Und dann werden wir mal gucken, dass wir uns noch eine zweite Landing-Site schnappen. Fangen aber einfach mal mit den Experimenten an. Haben wir eine Verbindung? Ja, das sieht gut aus. Das heißt, wir können auch direkt rausfunken, was rauszufunken geht. Gut, Crew Report direkt hinterher. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir unsere Alkaline anschalten, damit wir ein bisschen schneller funken können. Laser Surface Scan. Auf geht's. Raus damit. Eva Report machen wir gleich. Na, das war es nicht so. Laser Surface Scan haben wir nicht rausgesendet bekommen, oder? Der hat nicht geklappt.
Okay, machen wir erstmal die anderen noch. Den behalten wir. Pressure Scan behalten wir. Mystery Goo. Muss gecleant werden erst, ne? Ja. Material Study das gleiche. Surface Sample das gleiche. Jetzt müssen wir nochmal schauen, wo unser Laser Ablation Experiment ist. Ich glaube, da ist es drin. Das hat nicht ganz geklappt mit dem Versenden. Review Data. Gucken, ob es mit vollgeladener Batterie funktioniert. Nee. Okay. Das müssen wir mit hochnehmen. Hilft alles nichts. Dann wird jetzt erstmal gesammelt. Und jetzt muss als erstes mal der gute Lading Crew nach draußen gehen und unsere Experimente resetten. Schwupp. So. Der kann dann auch gleich mal einen EVA-Report machen und ein Surface-Sample nehmen. So, und dann muss er nämlich einmal das Science Bay restoren. Dankeschön. Und den Mystery Goo Tank. Hui. Da ist er. Da ist der Mystery Goo Tank. Restore. So, dann können wir nämlich von drinnen direkt mal die Sachen auch abfeuern. Keep und keep. So. Und das alles in unseren Container sammeln. Nee. Das war nicht, was ich wollte. Ich will, dass du Collect All machst. Dankeschön. So, dann kann unser Ingenieur aber auch gleich hinterher. Der hat jetzt nämlich auch noch eine Aufgabe. Nämlich die Surface Science Geschichten aufzubauen. Dafür müssen wir an unseren... Ach, guck mal. Ich habe, glaube ich, was gefunden. Ist das der Iridian-Scan? Müssen wir gleich nochmal schauen. Guck mal, das Ding hat doch einen Probe, oder? Achso, try again space. Aber ich glaube, das hier könnte der Iridian-Scan sein, wenn mich nicht alles täuscht. Den ich vorhin so verzweifelt gesucht habe. Der ist nämlich auch ganz gut versteckt. So, das ist unser Ingenieur. Sehr schön, das passt. So. Findet sich alles wieder an. Hier kommt nichts weg. Das war nicht der Safe, den ich wollte. Das da drüben ist der Safe. Hoppapa. Hoppapa. Gut, wir brauchen einen Schraubenschlüssel. Wir brauchen die Ground Station, wir brauchen Solarpanels und angeblich diese Cardbox. Und dann noch den Golfschläger. Mal gucken, wie das so alles funktioniert. Wir bauen das mal ein bisschen abseits auf, dass wir es beim Starten nicht kaputt machen. Laufen geht echt doof mit so einem blöden Karton auf dem Rücken. Nee, der Landebein-Bug ist mittlerweile nicht mehr so, dass man da einfach stirbt. Das ist mit der 1.2 gefixt worden. So. Gut, jetzt haben wir das Ding hier. Das heißt, das können wir jetzt hier irgendwo mal aufbauen. Zack. Und wir packen da einmal die Solarpaneele dran. Wahrscheinlich am besten momentan... Hier so.